Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 2 in Schönsichtigen mit Familie Bob Braun, der hier auch links steht, und seiner Frau, der Tini. Ja, ich bin mal ganz kurz am Schauen. Also, mit dem lieben Bob, da müssen wir sein Lebensziel noch schaffen, 100.000 Simoleons verdienen. Ich weiß nicht so ganz genau, wo wir sind. Ich hoffe, das kommt demnächst. Ich bin mir nicht sicher. 75.000 sollten wir doch eigentlich schon haben. Ich weiß es nicht. Hier 50.000 ist eingeloggt. Jo, da gucken wir einfach mal. Die Tini wiederum, die hat jetzt ihr Lebensziel erreicht. Die ist jetzt Bildungsministerin und pensioniert. Und beide haben auch ihr Hobbyziel schon erreicht. Wir haben den Bastian, der jetzt ganz neu aus dem College jetzt zurückkam, hier das erste Mal arbeiten gegangen ist, sich mit Katharina Landgraf, verliebt hat in sie. Und wir werden heute heiraten. Das heißt, also er kommt um 15 Uhr, habe ich schon gesehen, von der Arbeit nach Hause. Und dann werden wir mal die Hochzeit angehen. Wir können das ja davor schon so ein bisschen machen. Und vor allen Dingen auch Babsi ist so lange noch da, die wird ja am nächsten Tag dann auch aufs College gehen. Ich bin mal ganz kurz am gucken, wir müssen nochmal die Stipendien mit ihr dann später mal anschauen. So, mein lieber Bob, oh, okay, du gehst erstmal auch arbeiten. Oh je, wann kommst du? 17 Uhr? Naja, gut, okay. So, na gut. Tini. Freunde, Hygiene. Okay, geh mal baden. Dann gehst du nochmal säubern und dann möchte ich, dass du erstmal schlafen gehst. Und ich gucke mal nach der Katharina. Die sollte sich auch frisch machen. Du kannst dir nochmal was zu essen nehmen. Was ist denn das? Samantha Schneider, okay. Oh, Rechnungen. Alle Rechnungen bezahlen. Das kannst du danach nochmal machen, erledigen. Ich glaube, die kam jetzt gerade da nicht an den Briefkasten, wegen der, die Sport gemacht hatte vor unserer Tür. So, ich bin nämlich ganz gespannt und ganz aufgeregt. Katharina hat ja unseres Wissens keine weiteren Verwandte. Und deswegen, ja, werden wir, denke ich mal, andere Menschen noch einladen. Ich bin mal ganz kurz am Gucken. Die Liebe ist mit keinem geblieben. Das ist sehr schön. Sonst gäbe es eventuell irgendwann komische Küsse. Sie möchte nämlich eine Goldhochzeit erreichen. Das wäre natürlich dann auch nicht so toll. Genau, du gehst mal schlafen. Das ist auch toll. So, du bist fertig. Und die beiden Damen im Haus schlafen jetzt erstmal. Ich finde das Zimmer auch irgendwie schön geworden. Hätte ich niemals gedacht mit dieser Tapete. Oh, auch unsere Katze Allegra. Die ist auch nach Hause gekommen jetzt. So, Babsi. Hallo, Babsi. Babsi, geh mal ans Telefon. Und danach... Achso. Geh erstmal ans Telefon. Wo ist sie denn? Ach, da oben. Die ist schon nach oben gegangen gewesen. Kann ich Katharina sprechen? Nein. Ich muss nämlich selbst jetzt gerade mal telefonieren. Ignorieren. So. Was habe ich gesagt? Anrufen College. Für Stipendien bewerben. Sechs Stück. Na, das ist doch super. So, und du musst mal was kochen, weil ich glaube, es war nichts mehr drin. Warte mal. Ah, Barsch. Mittagessen servieren. Barsch mit Kürbispüree. Komm, mach mal. Kochen hast du auch voll. Wenn er nach Hause kommt... Party veranstalten, Hochzeitsfeier. Ich möchte nämlich, dass du mal da versuchst, zumindest deine Brüder einzuladen. Nee, Quatsch, das sind doch nicht deine Brüder. Ich bin jetzt total verwirrt. Ach so.
kann ich, oh mein Gott, Verwandtschaft einladen. Nee, dann machen wir das anders. Tini, wie bist du denn drauf? Okay, du ziehst dir ja jetzt mal um. Und dann machst du das mit der Hochzeit. Komm, steh mal auf. Ich bin nicht so gespannt. Ich bin total irgendwie aufgeregt. Katharina Landgraf in unserem Hause. So, Britta Lothario, das ist die Schwester von ihr, die würde ich einladen. Oh, Cassandra natürlich. Wilma Sims, Claudio Lothario, ist das eine gute Idee? Ich glaube, den lassen wir lieber mal weg. Bernd, das ist super. Traumtänzer, das ist immerhin auch ein Traumtänzer. So. Deine anderen Geschwister. Ich guck mal nach Traumtänzer. Die Traumtänzer hier unten. Sandra, Thorsten, Tristan. Mehr kennt sie nicht. Okay, 8 Stück. Ansonsten unter Frauen weiß ich nicht, ob du welche kennst. Nicht wirklich. Krass. Ich hab mich nie vor. Doch, da sind welche. Brandon, Brittany. Erik, Jessica. Wir probieren es mal mit Jessica. Oh ja, mehr geht nicht. Wir gucken mal. Bastian wurde befördert. Er ist Schmuggler. So. Er ist direkt Schmuggler geworden. In Zukunft von 2 bis 8 Uhr. Hat auch viel Geld mitgebracht. Das ist sehr schön. Alle Gäste sind nicht gekommen, das macht aber jetzt gerade mal nichts. Oh, dann fehlt uns doch noch eine Sache. So, du gehst mal direkt auf die Toilette und ich mach mal die Party. Ich richte mal die Party vor. So, was brauchen wir denn? Einmal die Torte. Einmal hier. Dann brauchen wir einen Hochzeitsbogen. Den finde ich super. So, wir gehen mal hier nach draußen. Wir haben einen großen Garten. Und ich würde auch sagen, dass wir das nach draußen bringen. Ja, machen wir. Sehr schön. Cool. So, du gehst aber erstmal. Und dich schicke ich nochmal fix zum Baden. Komm mal, steh mal auf. Achso. Komm schon, ich bin so nervös. Ich weiß, ich habe ihr, glaube ich, auch zumindest das beste Abendkleid gegeben, das ich hier hatte. Ja, so, jetzt kommen die Gäste. Ihr könnt gerne auch das hier essen. Ich weiß auch gar nicht, ob Bastian die alle kennt. Aber Cassandra finde ich interessant. Warte mal, wo ist denn Cassandra? Das fände ich nämlich ganz toll, dass du sie einmal küsst, beziehungsweise mal kurz mit ihr quatschst. So, das ist deine Oma, ne? Oh nein, was ist denn los, Cassandra? Oh nein. Oh Gott. Das ist natürlich nicht schön, wenn die Oma verrückt auf dem Boden sitzt. Ich weiß gar nicht warum. Jetzt muss der Onkel Doc kommen, oder wie? Nee, ist noch gar nicht. Auf jeden Fall, Katharina. Gratuliert bekommen. Wir gehen mal heiraten. Und ich gehe es ja mit ihr, damit wir den Namen Landgraf behalten werden. Oh Gott, Cassandra. Das war auch bei ihr, ne? Oder? Als ich das letzte Mal das gespielt hatte. Ja, sie macht ja so imaginäre Gespräche.
So, wir gehen mal. Bernd macht wieder Stimmung und Musik. Der liebt das irgendwie. Ich gehe mal hier Bilderchen machen. Wir haben sogar ein richtiges Hochzeitskleid. Cool. Das ist Babsi. Da Cassandra, das ist Britta. Ibsen. Sibli Neville. Mefunetava. Oji. Vorpotelefamone. Uvatavala. Mefunetava. Oh mein Gott, wie schön. Willkommen zu Hause, Bob. Was? Das war aber eine schöne Woche. Willkommen zu Hause, Bob. Stand da, ich habe das jetzt nicht weiterlesen können. Das muss ich mir mal selbst anschauen. Egal. Ein schönes Hochzeitskleid. Ach, wie schön. Guck mal, die Katharina. Die hat die begrüßt und dann sag mal hier, plaudern. Und dann den Bernd kannst du auch nochmal mit dem plaudern. Und du machst mal das Essen. Und er heißt jetzt Bastian Landgraf. Yay! Das ist so super. Bastian Landgraf. Ist das. Hä? Ach, das ist Bob Paul. Da stand Bob, willkommen zu Hause, Bob Braun. Ach so, der ist. Ich glaube, der war doch arbeiten, deswegen. Es war Bob. So. Voll die Party. So, Babsi. Babsi, quatsch mal mit ihm hier. Wobei der auch, glaube ich, ach so, das ist der Große. Haben wir nicht auch den, deinen, hier, deinen Bruder eingeladen? Quatsch. Deinen Sohnemann, wollte ich sagen. So, einmal auf die Toilette und irgendwo haben sie auch bestimmt Hausaufgaben hingelegt. Wo denn eigentlich? Ach, da. Warte mal, ich mache sie dir mal. Ach Gott. Ich mache sie dir mal in dein Zimmer. Und die anderen lege ich mal hier hin. Ich glaube, meine Liebe, wir müssen erstmal Hausaufgaben machen. Da ist aber doch der Tristan. Reden wir mal mit dem erst nochmal. Das ist er aber. Oh Gott, wir verstehen uns nicht so gut mit ihm. Ist ja was wie ein Cousin oder ich weiß es selbst nicht. Doch, eigentlich schon. Katharina. Katharina, Katharina. Ich würde sagen, hier einen Teller nehmen und vielleicht das hier noch machen. Aber auch ein sehr schönes Hochzeitskleid, oder? Wartet mal ganz kurz. So. Posieren, Friedenszeichen. Jetzt habe ich hier zu viele Sachen auf einmal gegeben. Ich lege das mal weg. Achso, Moment. So, das mache ich mal gerade so. Ich habe ja immer jede Familie. Wobei Hochzeitskleid ist natürlich immer so eine andere Sache. Aber cool. So, dann geh mal mit deinem Mann die Torte noch anschneiden. Achso. Ich hoffe auf eine liebe und nette Art. Oh, so jetzt. Im Moment hätte ich auch Hunger auf Torte. Das war wirklich auf eine liebe Art. Nicht immer die Torte dem anderen ins Gesicht geschmissen oder so. Das, ja. So, Babsi. Wobei, eigentlich müssten wir ja gar nicht. Sie ist eine 1-Plus-Schülerin und wird morgen aufs College gehen.
So, ich muss mal gerade bei ihr gucken. Oh Gott, ich habe hier nur mit Patrick Picasso. Sie will ja unbedingt 20 Techtelmechtel machen. Also da muss ich mich echt noch irgendwie ziemlich anstrengen mit ihr. Ich weiß nicht, wo ich sie hinschicken soll danach. Oh, Tini, räum das mal ab. Abspülen. Abspülen. Aber schöne Party, finde ich. So, ich glaube aber an dieser Stelle sage ich jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye. Lass es dir gut gehen. Lass mir gerne einen Kommentar und oder einen Daumen nach oben hier, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Dann komme ich natürlich nochmal eine Runde hierher. Wir werden dann mal versuchen, das erste Baby zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das nicht schon versucht hatten. Werden wir dann nochmal reinschauen. Und 3, 2, 1. Bis zum nächsten Mal. Eure Sakinado. Ciao, ciao.